Unser nächster Referent, das ist jemand, der alles, was er macht, mit sehr viel Leidenschaft macht. Das weiss ich, weil es mir jemand hat erzählt, eine gute Kollegin von ihm. Sie hat gesagt, dass sie mal, wenn er etwas anpacke, dann mache ich es immer richtig, von ganzem Herzen. Er hat mal angefangen, Jus zu studieren und hat dann gemerkt, dass ihm das nicht passt. Ist ihm auch irgendwie zu trocken gewesen oder in die falsche Richtung. Und er hat dann gefunden, er mache etwas ganz anderes und ist nachher in die Gestaltung. Einfach mal so etwas mit Gestaltung machen. Die Leidenschaft hat ihn dann relativ viel weitergebracht. Er ist mittlerweile der Leiter von der für visuelle Kommunikation an der Schule für Gestaltung von Biel und Bern. Er ist Gründer von Edge und er bezeichnet sich selber als Wortakrobat und er ist Führungstrainer. Er redet heute über Corporate Social Responsibility. Er sagt, alle reden über das Thema, aber dort, wo man eigentlich am meisten darüber reden, auch mit Leidenschaft, nämlich in der Bildung, dort macht es niemand und alle tun nur so, als ob. Ihm längt es. Hier ist der Ben Hüter. Ja, merci vielmals für die netten Worte. Guten Abend miteinander. Ich bin ja ursprünglich auch noch Lehrer und darum ziehen wir hier ein bisschen Schiffertafel aufziehen. Und es geht ja darum, hier heute Abend neue Ideen zu präsentieren. Und die Idee, oder eine von vielen Ideen, ist, ich habe eine Analyse entwickelt, die heisst ABC-Analyse. Das ist ganz einfach, man nimmt das Alphabet, also wie in der Schule, und dann tut man zu jedem Buchstaben etwas aufschreiben. Es geht hier ja heute Abend um Jugendliche und es geht um Bildung. Und jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. Also das wäre das ABC. Und wenn ich so in der Zeitung lese, dann tut man ja mit Besorgnis verfolgen, dass die Jugendlichen heute alle immer nur am Computer sind. Und Drogen nehmen sie scheinbar so viel zu viel und keine Erziehung haben sie und im Facebook sind sie immer. Und ja, gewalttätig sind sie scheinbar auch, habe ich gelesen. Und eigentlich bräuchten sie Hilfe, sie haben kein Ideal mehr, man müsste sie integrieren. Und unsere Jugendlichen spielen scheinbar auch so Killerspiel, das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Und die Konsumhaltung von ihnen ist eh ein bisschen daneben. Und Lernfusige sind ja, und manchmal denke ich nachher, also so negativ ist es auch gleich nicht. Vielleicht gibt es ja wirklich auch positive Aspekte, vielleicht haben die ja Qualitäten und vielleicht haben sie ja eine gewisse Verantwortung. Und Standpunkte haben sie ja. Und der ganze Trubel und alles, was man in der Presse liest, im Umgang mit Jugendlichen, ist vielleicht gar nicht so wahr. Und ich probiere heute Abend so ein bisschen, also es wäre ein Versuch, zu verstehen. Und jetzt merkt ihr auch schon, die ABC-Analyse, die hat ein kleines Problem, nämlich am Schluss kommen drei ganz mühsame Buchstaben. Das ist, oder, jedes Mal, wenn ich das mache, man, oder, gut, also, ich will noch kein X für ein U vormachen und ich werde noch ein paar Ideen präsentieren und vielleicht können wir ja ein Zündhölzchen anzünden. Mein Name ist Ben Hüter und ich rede heute Abend über das Thema. Ja, eine weitere kleine Idee, für dass ihr ein bisschen in Stimmung kommt, möchte ich Folgendes mit euch machen. Das heisst Fragen eines lernenden Jugendlichen. Ich habe extra für heute Abend eine neue literarische Form entwickelt. Die heisst Wortkaleidoskop. Das geht so, man nimmt einfach ganz viele Worte, schießt die auf einen Haufen und tut das nachher so ein bisschen zusammenwürfeln. Ihr werdet jetzt gerade sehen, wie das geht. Die Idee ist, dass ihr euch so ein bisschen in die Sicht der Jugendlichen versetzt. Das sieht übrigens nachher so aus, das müsst ihr jetzt nicht lesen, das ist mehr als Hintergrundbild denkt. Also, jetzt für die Übersetzung hoffe ich, dass das irgendwie funktioniert, aber ich glaube, wir bringen das her. Anfang, Beginn. Es werde Lärm, Getöse, Krach, Gedröhn, Radau, Tumult, Wecker wecken, Stecker stecken, Lehrer nerven, Eltern ebenso. Was soll's, was ist's? Aufstehen, sich erheben, hilft ja nichts. Die Nacht entzwei, vorbei ist nichts. Gut ist Aufstehen böse, Zeit fortgeschritten, zu spät, spät, später dann. Der Mond geht unter, unter, Unterrichts, beginnt die Schule. Stoff lernen, Stoff streben, schwatzen. Quasseln, texten, schreiben, losen, also losen, oder? In Front der Lehrer, Frontalunterricht. Und mir hat mal einer gesagt, oder, das ist ja gemein, all die, die Frontalunterricht machen, die tut man mit so einem militärischen Begriff, tut man die verunglimpfen und eigentlich könnte man ja am Gruppenunterricht einfach auch sagen, Guerillaunterricht. Richtig und falsch, was ist was, wer ist wer, wer bin ich, was soll ich denken, grübeln, überlegen, nachdenken, sich beraten,
Wo bin ich? Was bin ich? Was soll ich? Was tun? Was lernen? Was arbeiten? Ausüben? Anpacken? Anfassen? Was bügle? Wann lernen wir leben? Beruf? Wohin? Wohin berufen sein? Der Vater rät, die Mutter meint, der Götti weiß, die Tante hilft. Doch keiner weiß, ich bin heiß, zumindest teils auf Geheiß von Herrn Weiß, auf was weiß ich. Was weiß Handy, Smartphone, iPhone, iPad, Samsung, New Message on Twitter, Facebook, Xing, MySpace, Google Plus, LinkedIn, viele Kollegen, viele Namen, viele Freunde. Das gefällt mir. Unterdessen je, plötzlich, auf einmal, unversehens, unerhofft, ein Papier. Was ist's, was soll's, gibt's eine Note? Das fragen sie mich immer, Schüler, oder? Noten, Noten, Lernerfolgskontrollen, Noten, Zeugnisnoten, Banknoten. Erster Lohn, erstes Geld ist da, da, da. Gehen wir shoppen im H&M, gell und schnell ist es weg und das Konto ohne Speck. Mein Wissen, Können, Abfragen, Vergessen, Verflixt, Verloren, Entfallen, Verschwunden, Entflogen, zu Hause, der Spicker, in Pause, verlernt, ab und weg, weg, weg. Böse Note. O, W, 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 Punkt, warum, wieso, weshalb, wohin, Punkt, CH, Schluss, aus, Ende der Mitteilung, over and out. Das ist so ein bisschen als Einstimmung, wie sich unsere Jugendlichen manchmal fühlen, oder? Sie wissen eigentlich nicht genau, woher, was sollen sie, für was sollen sie einstehen. Und darum, ganz ein anderes Thema, das hättet ihr jetzt nicht erwartet, nehme ich an. Kurz etwas zum Petersdom, der Papst Leo X. Hat Geld gebraucht, weil er eine Kirche gebaut hat. Dann hat er eine super Idee gehabt. Er hat gesagt, wir machen einfach Folgendes. Wir kann von heute an Sünden, die man so im Leben begeht, die kann man aufkaufen. Ja? Ablasshandel hat das nachher geheissen. Da hat es einen gegeben, der hat das super gut können. Das war Johann Tetzel. Ihr seht auch, das ist die Erfindung vom Marketing, oder? Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt, hat er gesagt. Und der hat nachher die Ablass verkauft. Und nachher haben die Leute irgendwann gedacht, ja, also jetzt habe ich schon so Mengen gekauft von diesen Ablass. Und bringt sich wirklich etwas? Oder? Dann sind sie den Professor für Theologie gefragt in Wittenberg, oder? Den Namen von dem kennt ihr. Und der hat dann gesagt, nein, das stimmt überhaupt nicht. Und hat 95 Thesen angeschlagen in Wittenberg am Domportal, scheint es. Das machen wir jetzt nicht, 95 Thesen, aber wir machen 9. Quasi der Thesenanschlag im Brain Gym in Bern. Eng hat die Frage, warum die Jugend These braucht. Ich werde noch 9 Thesen von mir kurz erläutern und am Schluss nachher auch zeigen, wie man mit dem umgehen bei uns in der Bildung. These 1. Die Jugendlichen von heute haben ein verändertes Anspruchsverhalten. Change in Claims. Ja, und das habe ich eigentlich vor allem einmal gemerkt, nämlich als ich ein E-Mail bekomme von einem Lernenden. Das hat dann so getönt. Guten Tag, Herr Hüther. Wie Sie, aber auch ich sehr viel zu tun. Ja? Wenn der allgemeinbildende Unterricht nicht besser wird, dann mache ich die lange Reise nicht mehr. Ja? Wunderbar. Ich dachte, irgendwie ist das anders, das hat man früher nicht so gesehen. Dann ist das Nächste, was mich eigentlich auch wieder zu denken gab, war, es ist ein Lehrer zu mir und hat gesagt, die Lernenden heute, ich sage denen nicht mehr, Generation X oder so, und das ist die Generation gratis. Alles ist gratis, Musik, Zeitung und so weiter. So kommen sie dann in die Schule und sie wollen dort, dass man sie unterhaltet und quasi mehr sind Dienstleister. Das ist heute ein bisschen so, ich spreche aus Erfahrung. These 2, die Jugendlichen, die haben eine neue Machtquelle, das wissen sie zwar eigentlich gar nicht so genau, aber das ist der Mensch da, der hat sehr viel mit dem zu tun, der Mark Zuckerberg, Facebook-Gründer. Und ja, das wisst ihr alles, oder? E-Mail ist oldschool, oder? Meine Töchter, die finden auch, du kommst noch mit einer CD heim oder so. Oder Musik kaufen, das macht man alles nicht mehr. Es hat sich verändert und ich denke, es hat sich auch verändert, dass eben das Facebook effektiv oder soziale Netzwerke eine Machtquelle sind. Cyberrevolution. Man kann aber auch Lehrer evaluieren mit dem, oder?
Und das ist eigentlich effektiv eine Machtquelle. Das gibt halt auch so ein bisschen Negativerscheinungen. Wir machen in unserer Schule sehr viel auch zu diesem Thema. Cyberbullying, Cybermobbing, ein unangenehmes Thema. These 3. Ein paar Megatrends, die uns halt einfach beeinflussen. Digitalisierung, Vernetzung, Globalisierung, Individualisierung. Ein paar Bilder dazu. Das seht ihr nicht, aber ich habe hier so eine Uhr, die da mit Rot so abläuft. Und ich muss jetzt einfach genau die Zeit halten, das werde ich ja. Ich zeige euch dazu ein paar Bilder. Die digitalisierte Welt. He? Globales Dorf, wir rücken alle näher zueinander. Individualisierung hat leider auch ein bisschen den Nachteil, und das merken wir auch bei uns in der Bildung, dass wir soziale Phobien haben, dass wir effektiv sehr viele Leute haben mit Problemen in diesem Bereich. Und da haben wir uns auch überlegt, was könnte man da dazu machen. Das ist auch ein Thema, gross in der Schweiz. He? Bereitschaft zur Arbeit für die Gemeinschaft, die wird immer geringer. Also, ihr findet keine Leute mehr, die freiwilliges Amt irgendwo einnehmen, ohne dass sie gerne gerade ein bisschen fragen, was wird zahlt, oder? Das ist etwas, das abnehmend ist. Und letztlich natürlich auch die ganze Neoökologie, nicht mehr prägt durch politische Hintergründe, sondern eben prägt durch Ereignisse. Unabhängig von politischer Couleur ist das heute überall ein grosses Thema. Ja, nachher Old Symbols of Power, die alten Symbole der Macht. Was ist das? Das ist früher im Dorf, oder wer hat dort Glaubwürdigkeit gehabt? Der Pfarrer, der Banker, der Lehrer auch noch und der Doktor. Und was ist mit denen passiert? Ja, Lehrerwitze, oder? Gibt es natürlich sehr viel, das hat immer viel mit Ferien zu tun, das kennt ihr. Banker, seit Lehman Brothers ist zusammengebrochen, das ist der einst CEO von Lehman Brothers. Das hat dann so ausgesehen, nachdem das passiert ist. Ja. Auch dort hat man dann gedacht, ja, was ist eigentlich los mit diesen Bankern? Da ist auch ein Zündhölzchen angezündet worden, aber es hat eben negative Folgen gehabt. Ja, und früher hat man auch gedacht, oder, Politiker, Könige und so weiter, oder, das sind ehrbare Leute. Aber dazu hat sich auch die Stimmung sehr stark geändert. Es ist nicht mehr so wie früher, oder? Man hat nicht mehr den Eindruck, dass sie wirklich als ehrbare Leute und letztlich Kille auch, die hat auch an Glaubwürdigkeit verloren. Und das alles gibt so wie ein Vakuum, oder? Wo wir uns auch müssen überlegen in der Bildung, wie stehen wir dort her, was machen wir, für das eigentlich die Jugendlichen auch wieder sich ein bisschen orientieren können. Das wäre noch Doktor. So, These 5. Oder? Für eine Schule muss man sich auch überlegen, für was stehen wir ein? Und These 5 sagt eigentlich, wir haben ein gutes Image, und das Image, das setzt sich so zusammen. Wir handeln sozial verantwortlich, mit Rücksicht auf die Umwelt, ressourcenschonend. Das führt wiederum zu verbesserten Chancen auf dem Markt. Wir haben auch einen Markt, oder? Der heißt Bildungsmarkt. Und das führt zu mehr Equity, mehr Gerechtigkeit bei uns auch an der Schule und letztlich für eine gute Reputation. Und nachher gibt das alles eine nachhaltige Entwicklung. Das klingt einfach, oder? Aber wie macht man jetzt das? These 6. Es ist ganz wichtig, dass man eigentlich die Lernenden dazu bringt, dass sie für sich selber einstehen können, dass sie letztlich eben auch lernen, eigenverantwortlich handeln, sich auch für andere einzusetzen. Das könnte man so visualisieren. Für sich selber einstehen, alle Farben tolerieren. Die Lernenden auch lernen, dass sie vorher stehen. Dass sie etwas zu sagen haben und dass das, was sie zu sagen haben, akzeptiert wird. Und nachher letztlich auch halt selber bewerten. Oder? Die Sucht nach diesen Noten in der Bildung, das ist wahnsinnig. Oder? Das weiss ich auch selber aus der Erfahrung. Und man müsste ihnen eigentlich viel mehr beibringen, auch, dass sie sich selber bewerten, eigene Kompetenzen lernen kennen. Und am Schluss sehen sie dann so aus. Oder? Wenn sie nach 4 Jahren zum Beispiel bei uns an der Schule waren, haben sie Eigenständigkeit. Ja, These 7. Wir müssen so überlegen, was machen wir für eine Lernumgebung? Wie sieht die Lehratmosphäre aus? Bei uns an der Schule. Und da gibt es ein grosses Wort, und ich glaube, das kennen alle da drinnen auch. Das heisst Wertschätzung. Ja.
Wenn man das nicht erfährt, in irgendeiner Form für seine Arbeit, für sein Tun, dann kommt es eben nicht gut. Und darum ist das sicher ein zentraler Aspekt von der ganzen Sache. Das Zweite, was ich auch denke, das kennen alle aus ihrer persönlichen Erfahrung, das ist die Fehlerkultur. Also wie geht man mit Fehlern um in der Institution? Und letztlich auch, wenn es einem eben schlecht geht, ist dann jemand da für einen. Wenn es eben dann nicht Eltern sind, wenn es dann niemand mehr ist, wenn es die Freunde nicht sind, gibt es dann wenigstens noch jemanden in dieser Institution, der einem helfen kann. Und aus diesem Grund haben wir auch bei uns ganz starken Wert darauf gelegt, dass wir eigentlich die Beratung machen. Und das dürft ihr auch nicht vergessen. Essen, gesundes Essen, das gehört auch dazu. Wir verdienen nichts an unserer Schule mit dem Restaurant und aus diesem Grund tun wir eigentlich alles wieder reinvestieren, damit wir gut einkaufen können und letztlich gute Ernährung bieten können. Und am Organigramm erkennt man eben letztlich nachher auch, wie es aussieht in dieser Schule. Das ist das Organigramm von dieser Schule, die ich arbeite. Und da ermittelst du eben die Lernenden und die Lehrpersonen. These 8. Ja, eben, es ist lernbar, dass man so handeln kann. Ethisch, ökologisch und sozial im Sinn von einer Vorbildfunktion. Und wir haben aus diesem Grund mit unseren Lernenden zu diversen Themen Projekte gemacht, wo wir eigentlich effektiv eben an diesen Projekten aufzeigen, was könnte man bei diesem Thema, wie könnte man das visualisieren, aber auch was könntet ihr machen. Das ist da hier haben wir eine Energiegeschichte gemacht, immer zusammen mit NGOs, die uns nachher helfen, eigentlich die Themen aufzubereiten. Letztlich eben nachher auch die zu ehren, die da gute Arbeiten haben gemacht. Das sind jetzt alles Arbeiten, die ihr seht, Projekte, Bilder von Projekten. Da hier gegen Gewalt etwas, oder? Schlag Rahmen, nicht mich. Wunderbare Visualisierung. Oder eben unsere Stärke liegt woanders. Also wirklich verschiedene Berufe genommen, gewalttätige Elemente, die man nachher hat anders umgesetzt. Wasser, auch ein grosses Thema. Zusammen mit Helvetas. Oder hier, wie geht es eigentlich mit Belästigungen? Wie weit ist es noch okay? Wie weit eben nicht mehr? Auch das ist ein Thema, das wir mit Jugendlichen zusammen bearbeitet haben. Auch eine grosse Sache. Und das hier, das habt ihr vielleicht auch aus den Medien erfahren, das ist eigentlich das erste Mal wirklich ein grosser Medien-Hype gewesen, fast Cybermobbing. Das Plakat hier. Der Gruppe Wir hassen Jessica Bucher beitreten. Das ist das grosses Projekt von letztes Jahr. Und da seht ihr zwei Seiten im Bund. Auf der Titelseite sogar ist das gekommen. In der BZ auch. Und letztlich nachher da ein kleines Artikel im 20 Minuten. Die Lernenden haben nur das gesehen, leider. Das ist halt heute so. Ja, These 9. Ich denke, es geht darum, dass man etwas macht. In dieser kurzen Zeit kann ich euch das nicht alles detailliert erzählen. Ich probiere euch das zu visualisieren. Und jetzt werde ich es am Schluss einfach noch auf den Punkt bringen. Und wie das näher aussieht mit dem Punkt, das seht ihr jetzt. Da machen wir fangen mal einen Punkt. Ja, erstens geht es darum, die Lernenden zu verstehen. Und das führt dazu, dass wir eine gute Kommunikationsbasis haben zwischen der Schule und den Schülern. Wir brauchen eine zukunftsorientierte Mentalität. Also wir müssen wirklich schauen, dass wir in die Zukunft schauen, dass wir zukunftsorientiert sind. Das ist nachher auch das, was uns in die Zukunft schauen lässt, mit einer guten Vision. Wir haben ein Wertesystem an unserer Schule. Das beseitigt letztlich die Vorurteile und führt zu mehr sozialer Gerechtigkeit. Und man muss sich auch immer wieder ein bisschen fragen, ist eigentlich das, was wir machen, wirklich so cool? Und das heisst Weiterentwicklung. Wir sind Vorbilder, wir probieren es zumindest. Oder? Das ist auch immer etwas, was nicht ganz einfach ist. Das untermauert Glaubwürdigkeit. Wir achten uns auf die verschiedenen Anliegen, die in der Gesellschaft eigentlich da sind. Das erhöht Wertschätzung für Mensch und Umwelt. Und wir übernehmen Eigenverantwortung. Und das heisst, wir machen etwas. Und ich denke, das ist das Entscheidende, wenn man von Corporate Social Responsibility in Education redet. Merci vielmals und das ist unsere Schule, wie sie eigentlich aussieht, Schule für Gestaltung Bern und Biel. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit.
ganz herzlichen Dank, Ben Hüther. An dich auch noch eine Frage. Du hast jetzt quasi wie ein Rezept zusammengestellt, eine Gebrauchsanleitung, wie wir das machen können. Wird das jetzt schon bei anderen Schulen oder Bildungsinstitutionen angewendet oder seid ihr die Einzigen? Nein, also es ist so, ich habe in verschiedenen Schulen in Europa zu diesem Thema geredet, auch länger dort, wo wir wirklich nachher angeschaut haben, wie kann man so etwas implementieren in einer Schule. In Venedig bin ich, in Valencia, also wirklich, es hat ein bisschen ein Zündhölzchen angezündet und es gibt viele Schulen, die jetzt sich auch überlegen, wie können sie so ein CSR-Konzept in ihre Schule eigentlich hineinbringen. Was wäre so dein Wunsch oder was wäre so deine Zukunftsutopie, was das betrifft? Ich denke, dass die Schulen effektiv auch den Auftrag wahrnehmen, dass sie nicht nur den Bildungsauftrag haben, ganz streng in ihrem Bereich, sondern dass sie ihn so wahrnehmen, dass sie sagen, wir sind letztlich jemand, der die Gesellschaft mitbildet. Oder? Und von dem her ist das eigentlich mein Wunsch, dass sie ihren Auftrag ein bisschen erweitern. Mhm. Also. Also. Merci vielmals, ich wünsche dir noch ein gutes Zuhören. Und wenn ihr noch Fragen habt an Ben Hüther, dann könnt ihr die sicher in der Pause stellen, du bist sicher unten da. Ja. Gell? Super, merci.